Die Deutsche Bahn will den Braker Bahnhof abreißen, sobald dafür die entsprechenden Mittel bewilligt sind. Das sagte am Freitag Deutsche Bahnvertreter Rolf von Heven aus Oldenburg bei einem Besuch in Brake. Das im Jahr 1900 errichtete, unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist seit 18 Jahren verwaist. Für die Abwicklung des Bahnverkehrs braucht die Deutsche Bahn es nicht mehr. Bereits in der kommenden Woche sollen zwei südlich an den Bahnhof anschließende Nebengebäude dem Erdboden gleichgemacht werden. Brakers Bürgermeister Roland Schiefke ist davon überzeugt, dass es nur noch eine Möglichkeit gibt, den Abriss des gesamten Bahnhofs zu verhindern. Er verfolgt schon lange den Plan, das ortsbildprägende Gebäude zum Rathaus umzubauen. Dafür müsse die Politik nun endlich eine Entscheidung fällen, so Schiefke.